So, herzlich willkommen Leute, Nesti hier. Heute kümmern wir uns um den Water Titan. Und zwar, ich zeige euch erstmal meinen Lineup und erzähle euch dann, warum ich das nutze. Als erstes haben wir hier den Wood Frog. Der ist einfach mit dabei, weil der einen Doppel-Death-Down hat. Mit den Books ist der mittlerweile wirklich sehr gut. Wüsste da jetzt auch keine bessere Alternative außer den Wood Wukong. Und ja, da möchte man ja wahrscheinlich eher ein Fire machen oder möglicherweise auch ein Water. Aber da würde ich dann auf jeden Fall eher zu dem Wood Frog greifen. Dann habe ich hier noch zweimal Medusa drin. Ganz einfach aus dem Grund, die haben ja beide auf dem Passive das Crit Down. Und ja, die Chance ist einfach höher, wenn wir zwei davon drin haben, dass einer von beiden Orb kriegt und so das Attack Down trifft. Dazu haben wir dann eben natürlich noch unsere Hanna dabei, mit Abstand der beste Healer im Wood-Team. Auf der Angriffsseite haben wir ein Wood-Tor. Ja, gibt leider bei Wood nicht so viele Courage Strike Monster. Daher, ja, Wood-Tor ist auf jeden Fall richtig gut. Wood Banshee ist eigentlich nur ein Ersatz dafür, weil mir noch ein Wood-Tor oder eben Wood Garuda fehlt. Ja, dann haben wir hier halt noch eine Hanna drin. Die ist leider nur Evo 2. Ja, macht nichts. Normalerweise hält die auch lang genug durch. Und eben ein Wood. Wie nennt sich das Viech noch? Wie auch immer. Mio Wings heißt es. Wood Mio Wings. Ist halt sowas wie eine schlechte Version von den anderen Attack-Uppern. Dann in der zweiten Reihe haben wir eben einen Wood Leo fürs Attack und Death Down. Dann eben noch eine Cat fürs Death Down. Ein Dark Kokomaro fürs Attack Down und Crit Down. Irgendein Healer. In unserem Fall ist es eben ein Wood Cupid. Würden wir natürlich auch gerne austauschen für eine Hanna. Aber wir haben jetzt mittlerweile schon vier in Gebrauch und die müssen natürlich auch erstmal hoch. Also greifen wir hier erstmal auf den Wood Cupid zurück. Dann auf der anderen Seite unser Angriffsteam. Hier natürlich die notorischen zwei Wood Pinolos. Ja, meine sind Attack, Defense, HP müsste es sein. Einfach aus dem Grund, weil ich so ziemlich viel Crit Rate erreichen konnte, ohne dass ich eine Crit Rate Gem benutzen musste. Würde ich am liebsten wahrscheinlich auf Attack, Attack, HP, möglicherweise auch Attack, Attack, Defense machen, einfach weil sie dann noch besser reinhauen. Aber ja, so ziemlich alles in dem Spiel braucht Attack Gems und da dann halt noch die entsprechenden Gems mit Crit Rate und das passende Set zu finden, ist halt schon ein bisschen schwierig. Deshalb habe ich hier mehr auf so ein Balanced-Build zugegriffen. Ja, wir müssen langsam rein. Eine Hanna und eben eine Dark Venus. Dark Venus so mit Abstand der beste Healer. Einfach aus dem Grund, weil es die einzige ist, die einen sehr, sehr hohen Attack Down plus Attack Up hat. Das haben die anderen leider alle nicht. Ansonsten haben wir da halt noch die Wood Hanna, die wirklich saustark ist. Kann man beide in den meisten Fällen benutzen. Und ja, wir kümmern uns jetzt erstmal um den Wood Titan. Der braucht ein bisschen länger, einfach aus dem Grund, weil wir hier die Hannas drin haben. Mit dem Death Up, ja, überleben. Besonders die Frontline überlebt da wirklich ewig, weil die alle ein bisschen tanky sind. Bei dem Boss fangen wir auch an, ein bisschen die Animation zu skippen, weil es einfach sonst ewig dauert. So, also die Animation skippen ist eigentlich ganz easy, sobald er angreift. Einmal kurz auf Pause, seht ihr, dann haut er deutlich schneller zu. So, diesmal haben wir kein Dings getroffen. Attack Down, halb so wild, dafür haben wir die beiden Heals. Und jetzt müsste eigentlich eine Medusa treffen. Ja. Ja, wie gesagt, hier hätte ich wirklich sehr gerne anstatt der Banshee entweder einen Garuda oder einen zweiten Wood-Tor. Ich hoffe, dass jetzt im nächsten Heroes Festival nach dem Spark-Hit der Tor wiederkommt, sodass ich da auch noch einen zweiten Wood habe. Und dann sollte da auch noch deutlich mehr Schaden zu machen sein. Ja,
was hier halt bei dem Water Titan wirklich richtig eklig ist, ist, dass der halt das Attack Down hat. Und man sollte hier, wenn möglich, allen seinen Angreifern schon in Richtung maximaler Resistance geben. Ich glaube, der Thor müsste knapp über 80 haben oder so um die 80 auf jeden Fall. Und die Banshee, ich weiß nicht, 70, 80, irgendwas dazwischen. Der Rest ist an sich erstmal nicht so wichtig, weil die halt alle irgendwelche anderen Zwecke haben. Kann man dann irgendwann mal darauf zuarbeiten, dass die auch eine Max Resistance kriegen oder zumindest in der Nähe davon. Ist aber jetzt erstmal noch nicht so wichtig. Hauptsache die Angreifer haben ja, die Resistance. Bei mir sieht es jetzt hier gerade nicht so gut aus. Die Hanna hat jetzt schon, ich weiß nicht, 3-4 Runden mindestens keinen Heal bekommen. Ja, jetzt fallen aber wahrscheinlich beide Medusas um. Ja, jo, das ist nicht gut. Jo, wenn man halt ein Beispiel machen will, läuft es halt nicht, kann man nichts machen. Der Thor hat auch permanent das Attack Down drauf. Ihr seht, die rechte Seite läuft eigentlich immer ziemlich gut mit zwei Heal an. Sollte es eigentlich möglich sein, sehr, sehr lange da durchzuhalten. Ja, wir haben halt leider nur keine Attack Downer jetzt mehr, weil die halt ziemlich unglücklich umgefallen sind. Und jetzt hat er zum Glück auch keinen Attack Down mehr drauf, der Thor und die Banshee, da machen die wenigstens ein bisschen Schaden. Aus, kein Healer hat irgendwas bekommen. Wenigstens ein Attack Down könnte ich so überleben. Nee, leider nicht. Das Death Up war auf der rechten Seite leider schon vergangen. Dann hoffen wir mal, dass die zweite Reihe ein bisschen besser kämpft. Das dauert jetzt hier ein bisschen, es gibt das Ganze ein bisschen, das dauert zu lang. Ich hoffe, in der nächsten Runde fallen beide um. Ne, das Attack Down hat getroffen. Jetzt kommt wieder das Heal-Gedöns, das ist nach einer Zeit halt echt nervig. Wenn alles tot ist und nur noch die Hanna mit jemand anderem überlebt und jede Runde mit dem Death Up healt. Aber jetzt zumindest kein Attack Up, kein Attack Down beim Titan drauf, das heißt, der macht ein bisschen mehr Schaden. Nehmen wir auch noch mit. So nehmen wir das Death Down in die andere Runde mit rein. Warum nicht? Das ist eigentlich nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Ich hätte jetzt ganz gern schon einen Orb mindestens im Pinolo drin gehabt. Beide Orbs in einen ist natürlich generell immer sehr schlecht. Schauen wir mal. Ja, wieder beide Healer. Und dann hat die Max Resistance Hanna selbstverständlich auch noch den Ziel gekriegt. Ja. Und das kommt davon, wenn man ein Beispiel machen will. Es läuft gar nichts. Kein Attack Down. Kein Heal. Jetzt ein... meine Güte. Das wird ein schlechter Run. Wir kriegen keinen Attack Down, wir kriegen keinen Death Down, wir kriegen keine Heals. Jetzt mindestens mal das Death Down. Healer hat gar keine Lust, irgendwelche Orbs abzugreifen. Dann ist die linke Seite auch down, wenn sie nach 5 Runden oder so keinen einzigen Heal bekommt.
zwei Gems wieder in, zwei Orbs wieder in den gleichen rein. Da ist eine Kackrunde. Ich denke, wir werden so 6 Mio, vielleicht 7 Mio sein, maximal. Ja, uns fehlt jetzt halt einfach der Death Down. Und ja, die ganzen Orbs gehen oft in ein einziges Monster, was ja schon eigentlich nicht so eine hohe Chance hat. Ist natürlich nicht so prickelnd. Ich hätte auch ganz gerne endlich mal einen Orb in die Venus, damit ich einfach wieder einen Attack up habe. So machen wir halt kaum Schaden. Ja, so sieht es schon deutlich besser aus. So hätte das die ganze Zeit laufen sollen. Problem ist jetzt nur, dass es ein paar Runden zu spät passiert. Jetzt ist der Leo tot. Ja, zumindest haben wir da noch das Attack Down für einen Zug bekommen. Jetzt kriegen beide Pinolos den Orb. Das sollte es dann wahrscheinlich auch gewesen sein. Wenn wir jetzt keinen Crit bekommen. Nö, das sieht sehr gut aus. Ist halt sehr schade, dass wir keinen Defense Down drauf haben. Das macht halt schon einen riesigen Unterschied. So, dass halt die gesamte linke Seite einfach schon umgefallen ist. Da hätte ich wirklich deutlich lieber noch eine Hanna. Aber das dauert halt ein bisschen. Insgesamt braucht man dann quasi 6 Hannas ungefähr. 4 für den Water Titan. Dann noch 2 weitere. Ja. Macht sich bemerkbar. So, das war's jetzt. Also ich schätze so 7 Mio müssten es ungefähr sein. Ja, etwas mehr. Gut. War halt jetzt nicht so der beste Run, aber als Beispiel reicht es. Ihr habt gesehen, ist nicht so glücklich gelaufen. Aber wenn ihr ungefähr so die gleichen Monster nehmt, 10 Mio sind definitiv ohne Probleme drin. Ich weiß nicht, ich glaube, das Maximale, was ich mit dem Team erreicht habe, war irgendwas so um die 13 Mio. Wobei ich denke, dass man da auch noch mehr schaffen kann, wenn man ein bisschen mehr Glück hat. Ja, das war's mit dem Wood Titan. Tschüss.